Ja, moin, moin, herzlich willkommen. Hier ist mal wieder euer Rumpel mit einem kleinen Tutorial zu dem AMP Web Interface von KubeColas. Und wir hatten ja gestern das Problem, sind wir angegangen mit diesem, ja, wie war es nochmal, mit den Rate Limit Logins. Und ich habe euch das ja erklärt, quasi, sag ich mal, wie man es im Web Interface, wenn ihr euch noch einloggen könnt, wie ihr den Fehler beheben könnt und wie ihr den Fehler beheben könnt unter WinSCP, sag ich mal, im Linux-Bereich. Und ja, ich habe natürlich vergessen, euch dann noch die Kurzbeschreibung zu machen für Windows-Server. Und das geht eigentlich in der Regel ganz einfach. Ihr geht in euer Verzeichnis, sage ich mal jetzt hier, bei mir wäre es momentan ja, Game Server D. Da würde ich auf D gehen, gehe auf den AMP Data Store, gehe unter Instanzen, gehe unter ADS Instanzen. Und dann suche ich mir die AMP-Config-Conf, die habe ich dir schon aufgemacht. Gehe in die Zeile 18 rein, Security Rate Limit Logins und die stellen wir dann auf False. Ja, also ich brauche es bis jetzt noch nicht. Ich habe den Fehler jetzt auf Windows noch nicht gehabt. Solltet ihr ihn bekommen und euch überhaupt nicht mehr einloggen können, macht ihr diese Schritte, wie ich euch das gezeigt habe. Gebt euer Remote Desktop rein, geht in euer Installationsverzeichnis. Bei uns wäre das ja, wie gesagt, jetzt zum Beispiel Game Server D, vielleicht wäre es bei euch hier C unter Windows. Dann sucht ihr den Ordner AMP Data Store Instanzen und die ADS 01 Instanze. Dort sucht ihr euch dann, wie gesagt, den AMP-config.conf, öffnet diese mit dem Notepad oder dem Editor, also ich nehme meistens Notepad, wie ihr auch seht, gehen in Zeile 18 und nehmen das Rate Limit Login. Ändern wir um in False und speichern das Ganze. Und was wichtig ist, vorher das Webinterface einfach mal ausschalten. Ja, das könnt ihr am besten über Task Manager und so weiter beenden. Dann startet die AMP-Exe wieder hoch, fahrt das Webinterface wie gewohnt hoch, sag ich mal, startet wie gewohnt und ihr werdet sehen, ihr werdet euch wieder ohne Probleme einloggen können. Einloggen würde ich sagen. Ach, am früher Morgen passiert schon mal, einloggen können und ihr werdet auch eure Instanzen wieder managen können. Ja, das war es eigentlich von mir aus. Ich bedanke mich für, ja, fürs Zuschauen und wie gesagt, wünsche euch noch einen schönen Tag. Lieb Gruß, euer Rumpel. Ciao, ciao, bye bye.